Ja, das Besondere und Spezielle am UNIQA ÖFB Cup ist, dass du natürlich in sechs Spielen international spielen kannst. Das ist einfach ein spezieller Bewerb, wo du einfach in jedem Spiel ja, der Gewinner oder Verlierer sein kannst, wo du eine Runde weiterkommst oder einfach draußen bist aus dem Bewerb. Und deswegen musst du dich genau in diesen 90 Minuten oder dann, wenn es auch Verlängerung gibt, 120 Minuten, einfach extrem darauf fokussieren und konzentrieren, dass du in dem Spiel einfach alles abrufst und als Gewinner vom Platz gehst, damit du die nächste Runde einziehst. Ja, mein persönliches Cup-Highlight ist natürlich, wie ich mit Salzburg damals den Cup gewonnen habe, aber am Weg dorthin haben wir im Achtelfinale zu Hause gegen den LASK gespielt, waren 1-0 zurück, haben dann in der Schlussphase richtig Druck gemacht. Ich glaube, der LASK hat damals sogar noch eine rote Karte bekommen. Schiemer hat, glaube ich, den Ausgleich geköpft. Und kurz vor Schluss habe ich dann auch eine Flanke, glaube ich, von der rechten Seite vom Gonzalo Zarate bekommen, hat dann auch aus ein paar Metern eingeköpft und wir sind in die nächste Runde aufgestiegen. So habe ich auch einen großen Anteil daran gehabt, dass wir einfach in die nächste Runde aufgezogen sind und dann natürlich den Weg bis ins Finale ja, durchgezogen haben. Und ja, so habe ich das Finale 2012 damals spielen dürfen in Wien gegen Ried, was wir dann natürlich auch gewonnen haben. Ja, ich bin damals nach Salzburg gekommen und Salzburg hat noch nie das Double gewonnen gehabt in der Red Bull-Ära. Und das war für uns einfach ein Ziel. Das war das Ziel, wie ich im Sommer dorthin gekommen bin. Wir wollen am Ende vom Jahr beide Titel holen. Und das haben sie eigentlich die Jahre davor eigentlich auch immer probiert. Und ja, 2012 ist uns endlich gelungen. Ich glaube, das war der Startschuss oder die Initialzündung für eine richtig erfolgreiche Ära, weil ich glaube, in den letzten Jahren hat der Salzburg, glaube ich, viermal hintereinander das Double geholt. Und 2012 waren wir die Ersten, die das ja, in einer guten Art und Weise geholt haben. Und ja, für mich einfach ein besonderer Moment. Ich bin österreichischer Meister und Cupsieger geworden im Jahr mit Salzburg, Torschützenkönig. Also es war eine sehr erfolgreiche Saison für mich. Ja, wir haben mit Ricardo Muniz einen Trainer gehabt, der Fußball verrückt war, der jeden Atemzug nur Fußball in sich gehabt hat. Und dann haben wir noch einen Co-Trainer gehabt mit Niko Kovac, den seine Karriere jetzt natürlich in Frankfurt, der deutschen Bundesliga, davor noch beim kroatischen Nationalteam. Als Spieler habe ich den immer schon sehr bewundert und es war für mich eine große Ehre, dass ich mit ihm zusammenarbeiten dürfen in dieser Art und Weise. Er hat uns sehr, sehr viel immer wieder mitgegeben aufs Spielfeld, von seiner Routine, von seiner Ruhe, von seiner Art als Mensch. Und vom Trainerteam her hätte es unterschiedlicher gar nicht sein können. Aber für uns als Mannschaft hat es eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Und wir waren damals eigentlich auch gute internationale Spieler, aber auch top österreichische Spieler im Kader. Und ich glaube, dass wir dann am Ende der Saison verdient Meister geworden sind und auch dann verdient den Cup-Titel geholt haben. Schwer zu sagen jetzt, dass man da drei Wörter findet, aber ich glaube stolz, dass man einfach den Cup geholt hat damals, Tradition und ein Riesenpokal, ein schwerer Pokal.